Die Rückkehr der Goblins von Jim C. Hines. Es liest Marius Claren. Jig, der Goblin, war kein Krieger. Seine Gliedmaßen waren wie blaue Stecken und seine Fangzähne reichten kaum über seine Oberlippe hinaus. Als Kind war er zu Schmodderdienst verdonnert worden und hatte ätzenden Schlamm durchs Goblinlager geschleppt und damit die Feuerschalen gefüllt, die die Höhle beleuchteten. Seine große Queste ein Jahr zuvor hatte ihn nicht verändert. Naja, bis auf die Albträume, in denen der Drache Straum zurückkehrte, um ihn zu fressen, oder der Nekromant einen Zauberspruch wirkte, der Jigs Körper verdorren ließ, bis er zu Staub zerfiel, oder... Kurz gesagt, er war immer noch derselbe kurzsichtige Schwächling wie vorher. Aber er war aus der Höhle des Drachen mit einer Gabe zurückgekehrt. Der Fähigkeit, verschiedenste Verletzungen zu heilen. In Anbetracht der Natur des Goblin-Lebens machte das Jig zu einem der vielbeschäftigtsten Goblins im Lager. Sein augenblicklicher Patient, ein muskulöser Goblin namens Braff, war alles, was ein Goblin-Krieger sein musste. Stark, groß und doof, selbst für einen Goblin. Irgendwie hatte Braff es fertiggebracht, sich seinen eigenen rechten Fangzahn tief ins linke Nasenloch zu treiben. Ein schmutziger Lappen um Braffs Kiefer geschlungen, hielt den Fangzahn still. Blut und andere Flüssigkeiten färbten den Fetzen dunkelblau. »Kriegst du es wieder hin?« fragte Braff durch die Nase. »Nicht sprechen«, sagte Jig. Er schloss die Augen. »Wie lange noch?« fragte Jig in Gedanken. Thymalos Schattenstern, vergessener Gott des Herbststerns, unterdrückte ein Kichern, das nur Jig hören konnte. »Tut mir leid, ich tu ja, was ich...« Die Stimme des Gottes löste sich in klingendem Gelächter auf. Jig hatte Thymalos Schattenstern während jenes Abenteuers vor einem Jahr entdeckt. Vielleicht hatte auch Schattenstern Jig entdeckt. Schattenstern war derjenige, der Jig die Macht verlieh, die anderen Goblins zu heilen. Was der Gott selbst von diesem Handel hatte, wusste Jig noch immer nicht so genau. Es gab Tage, da glaubte er, dass Schattenstern es rein zu seinem eigenen Vergnügen tat. »Goblins! Warum mussten es Goblins sein?« Es war eine Klage, die sich Jig anhören musste, seit er den vergessenen Gott entdeckt hatte. Das war die Stelle, an der Jig traditionell versuchte, sein Volk zu verteidigen. Aber als er Braff anschaute, brachte er es nicht über sich, für die Goblins Partei zu ergreifen. »Ich glaube, ich bin jetzt fertig«, sagte Schattenstern. »Gut.« Jig durchquerte den kleinen Tempel und versuchte, das Fliesenmosaik an der Decke zu ignorieren. Kleine Stücke bunten Glases formten ein Abbild des vergessenen Gottes. Ein großer, bleicher Mann, dessen schwarze Kleidung an Armen und Beinen von Streifen mit Silberglöckchen geschmückt war. Auf diesem Gesicht lag eindeutig ein Grinsen, eines, das früher am Tag noch nicht dagewesen war. Jig legte seine Hand auf Braffs Nase und gab sich Mühe, nicht das Gesicht zu verziehen. Attraktivität war noch nie eine der herausragenden Goblin-Eigenschaften gewesen und Braff war ein spektakuläres Beispiel dafür. Die Narben überstandener Krankheiten übersäten seine Haut und seine unförmige Nase hatte ausgesprochene Ähnlichkeit mit einem schwangeren Frosch, der die Mitte seines Gesichts zum Kreißsaal erkoren hatte. Schattenstern fing wieder zu kichern an. »Halt still!« Jig bog Braffs Kopf zurück, schob einen Finger unter den Verband und wartete darauf, dass der Zauber begann. Das Strömen von Schattensterns Energie durch Jigs Körper gab ihm immer ein Gefühl der Aufgeblähtheit und er rutschte unbehaglich hin und her, während die Magie seine Hände erwärmte. Bevor er sonst noch etwas tun konnte, landete ein leuchtend orangefarbenes Insekt auf seinem Arm und begann, nach vorn zu krabbeln. Jig zog die Hand mit einem Ruck zurück. Was er jetzt am wenigsten brauchen konnte, war eine Fliege, die in Braffs Nase kroch. Er zerquetschte sie, als schon zwei weitere um seinen Kopf schwirrten. »Was sind das für welche?« fragte Braff. »Ich weiß nicht. Sie sind vor ein paar Wochen zum ersten Mal aufgetaucht.« Jig fuchtelte mit den Händen und versuchte, sie in Richtung des Spinnennetzes in der Ecke des Tempels zu schlagen.